Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Baktrien. Im letzten Teil haben wir, glaube ich, hier Armenien eingenommen. Und gerade suchen wir uns noch ein paar weitere Provinzen, die wir vielleicht einnehmen können oder wollen. Also das, ja, das müssen wir nochmal gucken, ob wir das so machen. Wir stehen gerade noch. Warte mal, den kann ich, glaube ich, aber jetzt mittlerweile abziehen, ne, den Typen. Warte mal, können wir den in die Armee da eigentlich reinpacken? Da ist schon ein Agent drin. Ja, da könnten wir einen Agenten reinpacken, ne? Wäre vielleicht gar nicht so blöd, da noch hinzulaufen. Ja, mal laufen wir hier rüber. Weil da drüben haben wir ja eigentlich alles rekrutiert, ne? Ja. Was geht hier ab? Ja, komische Sache, okay. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, also wenn die Seleukiden hier Nabatäa tatsächlich verdrängen sollten, was ich gut finde, dann können wir uns überlegen, mal Krieg gegen die Seleukiden zu führen. Momentan müssen wir das aber echt noch nicht machen. Ich würde sagen, wir beenden mal einfach die Runde und gucken, was die ganze Sache hier noch bringt. Ich hoffe, ich hatte dem einen ausreichenden Bewegungsbefehl gegeben. Es ist der Wunsch meines Herrn, dass ich einen Vertrag zwinge. Ja, ich mache aber keinen Nicht-Angriffspakt mit den Kartlern. Das ist mir noch ein bisschen zu unsicher. Das ist eine Sklavenflotte jetzt mittlerweile, okay. Die Xantippe hat noch einen Rang bekommen, ja. Wir haben natürlich auch hier mit Kappadokien noch einen möglichen Gegner. Pontus hasst mich ja auch, ne? Also die ganzen hellenistischen Fraktionen, die werden uns nicht mögen. Lauf mal nach Gazaka. Ja, lauf hinterher, Kollege. Und, lauf du mal hier hoch im Gewaltmarsch. Der Agathon kann da noch ein bisschen was tun für uns. Wir machen die Begleitarmee nochmal ein bisschen günstiger. Das spart einfach auch noch ein bisschen Kohle. Und du läufst mal hier rüber. Öffentliche Ordnung sieht gut aus. Die Frage ist halt, wollen wir das hier noch so weiter ausbauen? Ich würde erstmal sagen, hier machen wir mal unseren Erlass raus. Und machen mal hier den Erlass für die günstigeren Baukosten rein. Das lohnt sich hier für uns nochmal ein bisschen eher. Du kannst sicherlich mal Richtung Trapezos weiterlaufen. Wir hungern nach einer Schlacht. Ja! Ich weiß nicht, wie viel Nahrung hast du denn da oben? Immer noch minus 1, ne? Das ist keine starke Stadt. Zu euren Diensten. Wir suchen Schutz. Ich kann hier noch auf meine Fernkampfarmee warten. Die können wir hier wahrscheinlich gut gebrauchen. Ich erwarte eure Befehle. Wie lautet euer nächster Befehl? Gehen wir hier in den Hinterhalt. Öffentliche Ordnung mit 11 ist doch super, ne? Da beschwere ich mich ja nicht. Ja, okay. Lass mal ganz kurz gucken, wie sieht's mit unserer Familie aus? Soweit okay. Ah ja, den wollte ich doch verheiraten, den Typen, ne? Gut. Da muss man immer ein bisschen schauen, was sie so für Trades haben. Schalte, ja gut, das ist ja egal, ne? Wow, okay. Sie ist träge. Minus 10...
für Kinder. Okay. Gravitas des Ehepartners muss 20 oder niedriger sein. Okay. Ja, die werde ich mal nicht befördern, ne? Die da haben wir adoptiert. Die ist ja ganz cool, ne? Soweit öffentliche Ordnung. Ich weiß nicht. Ach, diese 1% Forschungsrate, ne? Das ist so marginal, ne? Lass mich mal schauen, was geben wir mir hier noch? Ah, Rüstung für alle Einheiten. Komm, mach mal. Warum nicht? Ja, zeig mir mal noch die... Ja, das hier ist ja okay. Das hier habe ich ja... Da habe ich ja den Erlass aufgegeben, ne? Das ist erstmal soweit okay mit dem Erlass. Ja, das heißt, du kannst ja auch mal gerade gucken, was hat denn der so für Gebäude da drin. Aber er hat keine Elendsviertel oder so, wenn ich das richtig sehe. Ne? Das ist ja schon mal ganz wichtig. Denn da habe ich mir ja vorhin gut ins Bein geschossen, als ich die eine Stadt da mit den drei Elendsvierteln von Kolchis erobert habe. Das war nicht so praktisch. Wir können den Nahrungsmangel natürlich noch verstärken, indem wir eine Spionin da reinstecken. Sucht nicht auf dem Boden ein. Nix hier. Ich meine, wir haben zwar ein Handelsabkommen, aber das ist ja immer, das ist ja nicht so wie ein, Kommandant? Das ist ja nicht wie ein Nicht-Angriffspakt oder so, ne, oder? Das müsste man doch kündigen können, ne? Seid willkommen. Ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie willige Sklaven warten meine Ohren. Ich habe noch 6 Runden Zeit. Alles klar. Okay. Dann müssen wir uns vielleicht halt eher auf Armenien stürzen. Ne? Einfach hinterherlaufen. Das ist schon Dienst genug. Ich erwarte eure Befehle. Wir hungern nach einer Schlacht. Mit wem ist Pontus denn so im Krieg? Mit Nabatea. Mein Freund, ihr ehrt diesen Ort mit eurer Anwesenheit. Als bescheidener Diener. Ich stimme zu und bewundere eure Vernunft und klaren Verstand. Ja, wenn der mich kennen würde, dann würde der wissen, dass ich das nicht habe. Aber gut. Komm, das kämpfen wir mal so, ne? Was braucht man Nachtgefecht dafür? Ein Nacktgefecht? Nee, ne? Braucht man nicht, nehmen wir mal ein ganz normales Gefecht. Hat noch leichte Pelltasten. Das müssten wir irgendwann vielleicht auch nochmal durch baktrische Pelltasten ersetzen. So. Meine Begriffe auf jeden Fall sinnvoller, hier rüber anzugreifen. Da haben wir mehr Möglichkeiten, in die Stadt reinzukommen. Mach die Tureos-Speere vorne dran. Machst du den bitte hier auf die Seite. Mit den Plänklern. Dann machst du mir noch die Leinpanzer-Schwertkämpfer hier auf die Flanke. Das sind meine
Schuppenleinenpanzer-Hopliten, Alter. Sag das 10-mal schnell hintereinander. Das ist wie Donaudampfschifffahrt, Kapitän, ne? Was will die Pikenier da hinten hin? Komm, wir gucken mal so, was jetzt hier gleich kommt. Würde er hier anlanden, ist jetzt erstmal die Hauptfrage. Manchmal macht die KI das. Okay, cool. Sieht so aus, als würde er hier landen. Das sind leichte Plänkler, oder was? Ja, pass auf. Schick mir eine Kavallerie mal gerade hier vorne hin. Und die andere schickst mir hier auf die Flanke. Schick die noch ein bisschen rüber. Elefant landet mal darüber und die andere Elefant landet hier hin, ne? Ich will mich halt nicht so aufstellen, dass er mich direkt unter Beschuss nehmen kann. Weil das für mich gerade so aussieht, als würde er da jetzt echt rauslaufen, ne? Bitte hier hin. Wir erwarten eure Befehle. Leinenpanzer pikiniere. Sind bereit? Bürgerkavallerie. Bürgerkavallerie. Zu euren Diensten. Oh, die sind irgendwie jetzt ein bisschen langsam, ne? Oh. Mal bitte seine Peltasten hier weg. Ich glaube halt, wir haben eine ganz brauchbare Rüstung. Ach, der kommt jetzt echt raus, ne? Junge, Junge. Oh. Hier will dann die Elefanten ran, ne? Tot. Also, sie sind wahrscheinlich so oder so tot, ne? Oh yes, ist das ja noch einer. Charge hier nochmal schnell. Mit die Bürgerkavallerie hier hin. Die sind aber schon auf jeden Fall in der Phalanx drin, ne? Okay, dann brauche ich jetzt hier noch meine... Dann brauche ich jetzt noch hier meine... Peltasten auf jeden Fall. Meine Schwertkämpfer.
Schießt die Bogenschützen! Schießt immer weg. Ah, das waren die eigentlich, das macht die Bürgerkavallerie hier ganz gut. Jetzt musst du aber auf jeden Fall da raus, ne? Ich erwarte eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit! Eure Befehle? Zu Befehl! Leidenpanzer, Pikeniere! Schneidet sie in Stücke! Oh, Junge! Komm hier an, Tacke! Nein, weil dann nicht, dass ich meinen Defensivmodus hier. Haftbefehl! Oh Mist. Komm hier, durchchargen. Oh, die anderen sind in Rage verfallen. Oh, oh, oh. Mal schnell. Na, das ist natürlich. Der hat so viele Plänkler. Boah, Vater, ey. Der hat mich ganz gut. Der hat mich echt gut erwischt mit denen, ne? Greif den an. Der muss ja nicht unbedingt gegen die Plänkler da im Nahkampf antreten. Das war's, ne? Krass, ey. Also ich hätte jetzt... Also gut, er hat die Plänkler gut eingesetzt, ne? Und ich habe meine Elefanten nicht so gut eingesetzt. Auf der anderen Seite, mir ist es lieber, er schmeißt hier und hier seine Pieler rein, anstatt dass er die halt in meine Elefanten reinjagt, ne? Man hat aber gesehen, wie schnell dann die Schlacht entschieden ist bei so einem Aufeinandertreffen. Guck hier, 221 Kills, das ist auch unfassbar viel für die Peltasten, ne? Ja, da ging schon einiges, ne? Und die Plänkler bei der KI sind halt auch einfach stark, ne? Ich erwarte eure Befehle. Das sind keine schwachen Einheiten. Ganz gewiss nicht. Drei Runden sind die wieder voll, das ist eigentlich gut, ne? Ja, wir warten auf die Stufe 5, da gibt es nochmal bessere Sachen dann, ne? Mein Schwert gehört euch. In Bewegung. Und nun. Ja, der muss auf jeden Fall einmal darüber. Ich finde da ja den Aufstellungseffekt eigentlich halt deutlich stärker, ne? Also, es ist einfach für uns wesentlich, oder es ist in meinen Augen wesentlich stärker, das kostet uns ganz gut Geld, ne? Aber ist okay. Machen wir den Schrein des Ares noch, das ist, glaube ich, okay. Ja, es ist einfach wesentlich stärker, diesen Provinzeffekt oder Regioneffekt zu haben, ne, beim Streiter, anstatt dass man das über eine Aktion machen muss. Wobei man natürlich mit einem kritischen Erfolg da wahrscheinlich auch ganz schön wüten kann, ne? Sofort!
Erstmal nicht. Ah, mal gucken. Was können wir noch machen? Ja, Armenien holen halte ich für keine schlechte Idee. Wir bitten euch inständig. Zeigt, wie stark... Ja, noch nicht, bitte. Noch nicht, bitte. Ich möchte erstmal noch gucken. Die Bestien schlummern. Sie wollen es halt alle machen. Ne? Sie wollen halt alle, dass wir den Seleukiden den Krieg erklären, aber... Das ist noch nicht so ganz das, was ich vorhabe. Oh gut, wie der seine Sklavenrevolte da in den Griff kriegt. Oh, unser Seitenanführer ist tot. Kosmas, Dynastie des Diodotus. Ja, Diodotus, der zweite ist jetzt der neue Anführer. Okay. Oh, unser Held ist gestorben. Oh, gerade als ich den einsetzen wollte, ne? Sag nur ganz kurz, wir sind der Kosmas, das ist der, ne? Okay, gut, ja. Ah, du hast ein Kind bekommen. Sehr gut. Hat er seine Frau eigentlich dann entsorgt in dem Moment, als er... Ja, ne, Aratus ist der, aber okay. Hat er dann seine Frau entsorgt in dem Moment, als der Seitenanführer wurde, oder wann? Oder war das schon länger? Komm, du darfst nochmal heiraten. Sollst ja noch ein bisschen auf deine Kosten kommen, ne? Gravitas ist Ehepartner, das ist zu hoch, okay. Moment, warte mal. Die Unfruchtbare hat geworfen, ne? Also, okay, gut, alles klar. Ne, dann ist okay. What? Der hat gerade Amasea eingenommen? Ich erwarte eure Befehle. Das ist äußerst interessant. Bereit zum Kampf. Beeilt euch, Männer! Wir hungern nach einer Schlacht. Beeilt euch, Männer! Schauen wir mal, was bringt der so? Verstärkungsrate für die Begleitarmee und günstigere Unterhaltskosten, das macht ihn auf jeden Fall ganz cool. Warum nicht? Das ist ja eine sehr angeschlagene Armee, ne? Wenn wir den Nachtangriff machen, hat er weniger Moral. Aber ich glaube trotzdem, weil das eine Belagerung ist, müssen wir da trotzdem nochmal kämpfen, ne? Wie machen wir es am dümmsten? Also ich sehe uns qualitativ auch noch immer noch deutlich vorne. Ja, warum gucken wir uns das nicht mal in dieser Form an?
Leinenpanzerhauptlichten! Speerinfanterie zu euren Diensten! Geschossinfanterie bereit! Steht beisammen! Ja, macht die so ein bisschen kompakter, ja? Bitte. Erwarte Befehle! Die Perser. Dichte Formation! Die stellen wir so auf. Bleibt wachsam! Bürgerkavallerie! Gepanzerte Elefanten! 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 Sehr geil, das kannte ich noch nicht. Das ist ja lustig. Okay. Ich stell die hier auf die Flanke, dann aber ein bisschen weiter vorne hin, ne? Ja, also gucken wir uns das mal an, ne? Ich verliere keine Schlachten. Es liegt nicht in meiner Art oder der euren. Wir siegen, wir erobern, wir überstehen, wie es unser Volk schon immer in Kriegszeiten getan hat. Lasst den Feind an eine Niederlage denken. Okay, so, tatsächlich. Wollte ich ja hier auch gar nicht mich hier aufstellen, ne? Aber ich wollte, oder was heißt, ich wollte eigentlich am Anfang direkt halt handeln, aber dann kriege ich die Generalsansprache nicht zu hören und das wäre schade. Wir müssen mal gerade gucken, ne? Das ist alles auf so einer erhobenen Position, ne? Also hier, hoppla. Das wollen wir nicht. Also ich glaube so, insgesamt haben wir einfach den Unbill, dass wir diesen Hügel da rauf müssen, ne? Ah, stopp! Stopp, bleib stehen. Ist aber teilweise auch ganz schön opportunistisch da reingerannt. Warte mal, was machen die denn jetzt? Wo laufen die denn jetzt hin? Das stimmt offenbar leider nicht so ganz, ne? Kappadokia da irgendwie. Attacke. Schmeißen. So, ich muss jetzt mal. Ich muss jetzt mal mit denen hier ein bisschen vorrücken. Warte mal, Moment, das sind meine Bogenschützen. Halt
Schossen! Elefanten für den Kampf bereit! Schuppenleinen Panzer ablichten! Speere! Angriff! Atome! Mein Herr? Eure Befehle, mein Herr! Sind das jetzt meine Bogenschützen? Ja, das sind auch Pelltasten. Das sind auch Pelltasten. Alter, ich habe ja fast nur Pelltasten hier. Hier rüber, komm. Und Feuer frei, komm. Wie immer, bitte. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Bronzeschild-Pikeniere, auch wenn sie im Rücken von Elefanten angegriffen werden, was aushalten. Schaffen hier. Angriff! Befehle? Zerstücke ich! Eure Befehle? Pikeniere! Na komm. Alles marschieren! Warte, Befehle! Ausgeknallt! Ja, das hat doch super geklappt, oder? Kills. Also gut, was ich krass fand, war, ich habe auch den Ansturm-Bonus halt eben verpeilt. Oh, sag bloß, ich habe die verloren. Oh, das wäre so doof, ey. Das wäre so blöd. Weil das ist ja tatsächlich eine sehr schöne, wertvolle Einheit, ne? Oh Mann, ey. Da stürzt sich die KI halt auch immer so drauf, ne? Kommandant! Stufe 3 für die Leinenpanzerschwertkämpfer. Aber das ist keine schlechte Location, um oder kein schlechter Ort hier, um die auszubauen. Ah gut, das tut jetzt ein bisschen weh, ne? Pontos kann aber auch nicht mehr viele Truppen haben, ne? Also ich habe ja fast damit gerechnet, dass er rauskommt. Die KI kommt ja gerne raus bei solchen Schlachten. Der hat nur noch das hier, ne? Oder? Mosata. Okay. Na, die finden das gut, dass ich gegen Pontus kämpfe, ne? Wir hungern nach einer Schlacht. Marschiert, bis euch die Füße bluten und dann marschiert weiter. Warum hat er jetzt gar keine Bewegung mehr? Ist er sabotiert worden? Hinterhalt wird vorbereitet, Herr. Ich erwarte eure Befehle. Hinterhalt wird vorbereitet. Oder ist das dieser bekannte Bug, den es ja gibt? Also es gibt ja so einen Bug, dass das nicht so
klappt, wie man sich das vorstellt. Naja, gut, okay, gut. Müssen wir mal gucken. Vielleicht nochmal gerade schauen. Aber haben wir noch eine... Armee, du wolltest, genau, du wolltest hier hinlaufen. Der Biss des Basilisken. Und auf jeden Fall noch mehr Verstärkungsrate. Das ist echt krass. Die werden halt von der KI halt auch immer gefokust, ne? Die sind halt so eine schöne Ergänzung für diese Pikeniere, ne? Das. Ja, das hat jetzt hier nicht so gut geklappt. Dann nehmen wir noch eine Einheit baktrische Hügel mehr. Oh Gott, die sind halt so mies. Eine 41 Grundmoral. Boah. Aber komm, eine Inf, die noch ein bisschen mit Fäkalien werfen kann, die brauche ich ja zumindest so in Ansätzen. Ich käme ran, ne? Na gut, das machen wir aber, glaube ich, im nächsten Part, dass wir den Massageten den Krieg erklären. Ich bin sicher, ihr habt viele Nettigkeiten für ja, mich. Ja, es müsste auch gehen, ohne dass wir da halt heftige Debuffs bekommen. Okay. Gut, ja, das sehen wir im nächsten Part. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Heute dann ausnahmsweise ohne historische Hintergrundinfos. Die gibt's im nächsten Part dann wieder. Ich sag mal's gut bis dahin. Pax Vobiscum und Valete und auch Charete. Tschüss.